Deutschlands schönste Polizistin quittiert den Dienst. Die schönste Polizistin Deutschlands, Adrienne Kulessa, hat jetzt ihren Job hingeschmissen und konzentriert sich auf ihren neuen Freund und Instagram. Von Erik Hofmann, Dresden. Im Jahr 2016 wurde Adrienne Kulessa, 35, plötzlich zum Star. Hatte es sie je zuvor länger schon Fitnessbilder im knappen Outfit ins Netz gestellt, war es ein Bild in Uniform auf dem Dresdner Theaterplatz, das sie schlagartig bekannt machte. Selbst über die Grenzen des Landes hinaus berichteten Medien über die schönste Polizistin Deutschlands. Jetzt ist sie bei der Polizei ausgestiegen. Will sie sich jetzt nur noch auf ihre Influencer-Karriere konzentrieren? So behauptet es zumindest ein Insider. Deshalb habe sie ihren Dienst bei der Polizei quittiert. Offiziell bestätigt die Polizei das nur zu einem Teil. Es stimmt, dass Frau Kulessa vor einigen Wochen gekündigt hat, sagt Sprecher Lukas Romondé, 42. Schon die vergangenen Jahre gab es ein gewisses Spannungsfeld zwischen ihrem Job als Gesetzeshüterin und der erfolgreichen Netzkarriere. So nahm sie 2018 ein halbes Jahr unbezahlten Urlaub, um ihren Instagram-Account zu befeuern. Geschadet hat es wohl nicht, über 647.000 Fans beglückt sie die Ort mittlerweile. Apropos Glück, auch privat läuft es derzeit bestens für Adrienne Kulessa, sie sankt wieder in festen Händen. Der Neue ist ein Dresdner, ihr Liebesglück machte sie jetzt auf Instagram öffentlich. Tag 24 berichtete: Da werden wohl einige Bewunderer sehr neidisch sein.